Ja, hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des SWTOR Newsticker am 21. Februar 2017. Es ist wieder 20.30 Uhr durch und ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen, besonders auch die Delira. Hallihallo, schön, dass du wieder zuschaust, freue ich mich sehr darüber. Und ja, heute gibt's wieder tolle Themen, die ich im Gepäck habe. Star Wars 8, aber da, wer nicht gespoilert werden möchte, sollte vielleicht dann mal kurz den Ton ausmachen, bis ich mit dem Thema fertig bin. Ja, aber, also Thema 1 ist so ein bisschen mit Spoiler behangen, behaftet, wo ihr so ein bisschen Hintergründe, was neue Gerüchte sind zu Star Wars 8 erfahren werdet. Dann geht's heute auch mal wieder in den Kartellmarkt. Es gibt da noch etwas, eine kleine Sache, die heute noch gibt, aber ab morgen nicht mehr. Von also zumindest habe ich das so vernommen, auch von der SWTOR Hotline. Darum sage ich das, heute ist es noch da, ab morgen nicht mehr. Deswegen zuschlagen. SWTOR Community, ja, ich frage mich, ja, auf Facebook ist immer so schön viel los. Aber in der wahren Community von SWTOR, zumindest hier im deutschen Bereich, ist immer lange Zeit tote Hose. Bis da jemand mal antwortet oder bis da mal richtig was passiert, das dauert sehr lange oder auch mal neue Themen da kommen. Und ich frage mich, woran das liegt. Gerne diskutiere ich auch darüber mit euch, wenn ihr das möchtet. SWTOR Fanfilmprojekt. Ja, da gibt es auch wieder was Neues. Sogar einen neuen Werbetrainer, den wir dann an der Stelle zeigen werden. Oder ich zumindest euch zeigen werde. Und ich werde auch dann sagen, wann der Film dann, also wann die Filmgala dazu sein wird und ungefähr. Ja, und natürlich könnt ihr schon mal durch den Trailer, den wir schon haben, für unser SWTOR Fanfilmprojekt schon mal einen ersten Eindruck von dem Film gewinnen. Ja, dann Guild News natürlich. Und da bin ich schon richtig platziert heute. Ich bin zwar auf Nasha da, aber auch nicht wirklich. Ich bin halt in der Gildenfestung unserer Gilde GTC Dark Knight Command. Und wer es schafft, hier als erstes zu mir zu kommen, also wer es wirklich richtig schafft, ja, hier kommt man ja an dem Taxistand, ja, dieser Taxistand ist nämlich dort oben, da ist er, tja, und wenn man es schafft, zu mir zu kommen, beziehungsweise der Erste, der kriegt dann auch ein kleines Preisgeld, ein kleines, bescheidenes Preisgeld, habe ich mir so gedacht, an Credits, dann per Handel direkt. Mich bitte anschreiben im Spiel. Wir sind auf dem Server T3M4, weil unsere Gilde, die Dark Knight Command, ist auch hier auf dem Server T3M4. Und ja, die ist natürlich heute frisch gekauft worden, die Gildenfestung. Aber zum Thema Gildenfestung und so werde ich da auch dann noch was zu sagen. Erstmal eine Zuschauerfrage, die ich sogar kurz beantworten möchte. Eine andere Zuschauerfrage habe ich erstmal nach hinten gestellt. Wegen zeitlich will ich die mit Atracum auch, wollten wir dann zusammen die beantworten. Auch das eine Thema, was abgefragt wurde, das Thema Klassen. Ja, haben wir schon so ein paar Sachen vorbereitet, aber das wollten Atracum und meine Wenigkeit auch zusammen dann euch vortragen bzw. euch informieren. Deswegen sind diese beiden Themen für heute nach hinten gestellt worden. Und auch aus Zeitgründen, weil ich nicht heute so eine lange Sendung machen wollte. Aber eine Zuschauerfrage gab es trotzdem, die man recht schnell beantworten kann. Und zwar fragte er folgende Frage. Wie bekomme ich die Kommandotoken? Also Kommandotoken, die man dann halt auch braucht von diesem galaktischen Kommando, diese, ja, hell gegen dunkel, ne, auch diese Geschichte hängt damit ja zusammen. Kommandotoken bekommt man dann, vor allen Dingen, wenn man im Kommandorang aufsteigt, wenn die
eigene Seite, das heißt, es ist dunkel, wenn man für die dunkle Seite kämpft, halt die dunkle Seite gewinnt, es hat jetzt Stufe 5, dann kriegt man solche Kommandotoken, wenn man dann in dem Moment auch dann in dieser Zeit, wie es anhält, dann auch im Kommandorang mit aufsteigt. Oder Weltbosse der anderen Seite besiegt, wenn die andere Seite gewonnen hat. Also sprich, sagen wir mal, die dunkle Seite hat gewonnen und man ist gerade als Jedi unterwegs, dann am besten ein Weltenboss der anderen Seite, egal auf welchen Planeten, angreifen, besiegen mit einer schönen großen Gruppe und dann kriegt man Kommandotoken. Ja, also deswegen, die Frage war klein, die konnte man ganz schnell beantworten und das habe ich hiermit auch getan. Ich hoffe, ja, man ist auch zufrieden mit dieser Antwort. Nun kommen wir zu einem Spoiler-Thema. Spoiler, Spoiler, Spoiler! Also, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, den bitte ich dann mal ganz kurz, ja, sozusagen jetzt stumm zu schalten, weil es geht jetzt um das Thema Star Wars 8. Ja, Star Wars 8, da gibt es nämlich Neuigkeiten. Gerüchte sind auch schon aufgekommen, ja, wie es immer so ist halt auch, ja. Und deswegen, ja, will ich euch jetzt auch darüber informieren, was da für neue Entwicklungen gibt. Ups, jetzt habe ich mich da doch ein bisschen verklickt. So ist es besser. Ja, auf www.giga.de Filme/Star Wars minus 8. Also Star minus Wars minus 8 ist zu lesen. Star Wars 8 ist Darth Vader wieder mit im Spiel. Ja, ihr habt richtig gelesen. Im Zuge des Star Wars Rebels von Disney kam diese Meldung nicht zum ersten Mal auf. Einst wurde vermutet, dass Darth Vader bereits in Star Wars 7 das Erwachen der Macht wieder zu sehen sein wird. Na, man hat seinen Helm gesehen. Nun gibt es eine ähnliche Vermutung in Bezug auf Star Wars 8, die allerdings von den Kollegen von Making Star Wars unterfüttert wurde. Eine ihrer Quellen sagt dabei Folgendes: Ein britisches Team macht sich bald in die USA auf, um mit dem Training von Hayden Christensen für einen Star Wars 8 Auftritt in irgendeiner Weise zu beginnen. Ja, in welcher Weise soll er denn jetzt da mitmachen als Anakin Skywalker? Nun, oder vielleicht ist es auch nur eine Erinnerung, man weiß es nicht. Nun kursiert nicht nur der ikonische Superschurke Darth Vader als Gerücht in Bezug auf Star Wars 8, sondern wird gleichzeitig von Hayden Christensen, der als Darsteller von Anakin Skywalker genau zu jenem Bösewicht wurde, mit dem 2017 erscheinenden Film in Verbindung gebracht. Darth Vader hatte bereits einen Auftritt im 2016 erschienenen Star Wars Ableger Rogue One. Kennen wir ja, Rogue One, dieser tolle Film. Also ich finde, ist immer noch mit einer der besten Star Wars Filme. Ja, ich mag ihn sehr. Ich hoffe, dass ich ihn auch bald dann irgendwann mal holen kann. Da ist ja Darth Vader wiederum aufgetreten. Nun soll das auch wohl bei Star Wars 8. Ob sich die Gerüchte um einen Auftritt bestätigen werden, bleibt natürlich abzuwarten. Und sollte Hayden Christensen wirklich in Star Wars 8 involviert sein, wird das nicht lange geheim gehalten werden können. Inzwischen stellen wir uns die Frage, was wurde eigentlich aus Hayden Christensen? Auch Gerüchte über seinen Auftritt auf einen Auftritt von Han Solo Harrison Ford halten sich hartnäckig. Eines der Gesichter der klassischen Trilogie fand in der letzten Episode ihren Filmtod. Das Gerücht entstand durch eine Stellenausschreibung, in der auch Harrison Ford als einer der teilnehmenden Schauspieler bei Star Wars 8 gelistet wurde. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Kinostart ist ja Dezember. Kinostart schon auf das. Nee. Planänderung sogar. Oh, warte mal. Überraschte Disney allerdings mit einer Planänderung, die den Kinostart für Star Wars 8 schon auf das Frühjahr 2017 legte. Nach dem Erfolg von Star Wars 7
Mit seinem Startdatum kurz vor Weihnachten 2015 ruderte der Konzern allerdings schnell wieder zurück. Fans der Saga müssen sich also noch bis zum Ende dieses Jahres doch gedulden, was ich sagte. Also Kinostart in den USA ist 15. Dezember 2017. In Deutschland 14. Dezember 2017 voraussichtlich. Wollte ich doch sagen, das wurde doch für Dezember festgelegt. Warum scheinen die jetzt hier früher? Star Wars 8 Besetzung. Ist Tom Hardy dabei? Gerüchten zufolge könnte Tom Hardy ein Cameo-Auftritt in Star Wars Episode 8 haben. Hardy soll dabei eine Rolle als Stormtrooper übernehmen. Interessant. Der Schauspieler weicht Fragen zu einem möglichen Auftritt jedoch aus und äußert nur, dass generell im Netz viele Fehlinformationen zu finden sind. Neues Feuer erhalten Gerüchte um Tom Hardys Auftritt in Star Wars 8 durch einen Tweet von Ryan Johnson. Hier ist der Tweet, den er gemacht hat. Zu sehen ist eine Reihe von Stormtrooper am Set. Ein Soldat der dunklen Seite der Macht hat seinen Helm nach oben geschoben. Adam Fleveck, unter anderem verantwortlich für die Special Effects in Marvel's Avenger oder Guardians of the Galaxy, hat seine Vermutungen zum Schauspieler unter dem Helm. Ja, wer das ist, hier seht ihr das mal. Ja, also, es gibt viele Gerüchte. Fest steht, dass Laura Dern Teil der Star Wars 8 Besetzung sein wird. Zu ihrer Rolle sagte die Schauspielerin nichts, doch die Zeit am Set bezeichnet sie als Time of Her Life, Zeit ihres Lebens. Auch Benicio del Toro wird im neuen Star Wars 8 Film zu sehen sein. Auf der Wikipedia-Seite von del Toro fand sich der Vermerk, wonach del Toro die Rolle von Sir Vikram Fett übernehmen soll. Der Eintrag wurde inzwischen korrigiert, dennoch laufen natürlich bereits die Spekulationen heiß. Del Toro könnte demnach aus der Familie der Kopfgeldjäger Jango und Boba Fett stammen. Naheliegend ist die Möglichkeit, dass Benicio del Toro den Sohn von Boba Fett spielen wird. Der YouTuber Mike Zero geht in seinem Video genauer auf die Spekulationen ein. Ja, und wer das gerne sehen möchte, der kann das sich auf YouTube gerne ansehen. Ja, so viel jetzt erstmal zu Star Wars 8. Also Gerüchte gibt es viel. Ob sie sich dann bewahrheiten werden, werden wir natürlich selbstverständlich dann erst sehen am ca. 14. Dezember. Da wird dann die Wahrheit offenbart werden. So, jetzt ist erstmal mit Schluss mit Spoilern. Ja, also das haben wir jetzt falsch. Also Falschmeldungen gibt es halt viele zu Star Wars 8. Ist halt so. Aber wir werden ja sehen, was sich davon dann bewahrheiten wird. Nun kommen wir zum Thema 2, Kartellmarkt. Es gibt noch heute etwas. Na, so, jetzt öffnet sich auch der Kartellmarkt. Und zwar großes Nachtleben-Paket. Dieses kann man noch heute erhalten für 750 Kartellmünzen. Bald soll es dann wieder auch weiterhin geben, aber natürlich dann teurer. Ja, dann kostet es 1000. Also wer jetzt noch günstig dieses Paket haben möchte, der kann sich das holen. Großes Nachtleben-Paket. Wollen wir mal gucken, was da so alles drin sein soll. Erhöht die Chance, einen silbernen oder besseren Bonusgegenstand zu erhalten. Enthält einen seltenen oder besseren Bonusgegenstand. Erhält ein erweitertes Färbemodul-Kit. Enthält erheblichen oder geringen EP-Schubgegenstand. So, also diese Gegenstände gibt es für in diesem Paket. Aber es gibt natürlich auch noch hier andere interessante Sachen, die reduziert sind. Zum Beispiel dieses hier.
Fremdlingscharaktertoken ist zurzeit von 3600 Kartellmünzen auf 2000 reduziert. Oder auch hier gibt es eine Reduzierung drauf auf Paket des standhaften Anführers. Ja, und was ist da so drin? Zwei Gegenstände aus Reittieren, Rüstungskisten, Dekorationen, Haustieren, Titeln, Waffen, Farbkristallen, Emotes, Tunings, ein Kreaturengefährte oder ein großer Glückswürfel. Ja, für 250 Kartellmünzen. Ach, weißt du was? Das kaufe ich mir jetzt. Ich bin mal so frei. So, und wollen wir mal gucken, was es dann gleich gibt. Das machen wir auch gleich. So, was ist noch reduziert? Hier, Fünferpaket, ultimativer neuer Kommandoschub. Statt 1500 nur 1200 Kartellmünzen. Ja, und das waren schon die Sachen, die jetzt irgendwie reduziert sind. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwie könnte man doch hier auf die nicht beanspruchten Gegenstände, die ich jetzt mal beanspruchen werde. Jawohl. Und die kriege ich dann ja im Dings geliefert. Werde ich versuchen, am Ende der Sendung werde ich euch da zeigen, was da so jetzt drin war oder drin ist. Das mache ich noch. Aber solange bleibe ich jetzt hier noch auf der Festung. So, kommen wir jetzt zu dem Thema SWTOR Community. Ein wenig enttäuschend ist, dass die richtige SWTOR Community also recht wenig genutzt wird. Muss ich ehrlich sagen. Eigentlich habe ich da, was das betrifft, mehr erwartet von Star, also dass da auch mal was los ist, als ich die Community dort mir angeschaut habe. Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal geschaut, ob es da was Aktuelles, Tolles gibt, tolle Beiträge und hast du nicht gesehen. Habe also wirklich, ja, also jeden Tag, richtig jeden Tag geguckt. Und ich war richtig enttäuscht, dass da nichts geschehen ist. Wirklich nichts. Ja? Keine neuen Beiträge, Antworten großartig, Themen. Gehen wir mal hier rein. Also hier haben sich zum Beispiel auch seit in der letzten Woche auch sehr stark in den letzten Tagen gehalten. Gestern hat wohl doch noch einer was gepostet, ja, sehe ich gerade. Aber als ich Montag geguckt habe, ja, war der noch recht weiter unten. Gut, dann hat sich heute auch wieder was ein bisschen getan. Mal endlich mal wieder. Aber neue Themen sind nicht hinzugekommen, was ich schade finde. Ich würde es toller finden, wenn jetzt auch mal noch mehr los wäre hier. Ja? Wenn hier mal so ein bisschen das Ganze noch belebter wäre. Und hier zum Beispiel, wenn ich sehe, 2 Antworten oder 8 Antworten oder hier mal 7 Antworten oder hier 2, ja, 9, 5, 2. Hier gibt es mal, anscheinend ist das wirklich Kapitel 9 verbuggt. Das scheint ein interessantes Thema zu sein. Aber, wenig Antworten hier. Woran liegt das? Das ist mal das, was mich interessiert. Liegt das an den Themen oder liegt das hier an der Plattform? Sollten die vielleicht das mal anderweitig besser gestalten? Das würde mich mal an dieser Stelle ein wenig interessieren. Was ist denn eure Meinung? Habt ihr auch hier schon mal was zugeschrieben? Habt ihr auch mal ein Thema erstellt und wart enttäuscht, dass da, sag ich mal, vielleicht wenig Resonanz es drauf gab? Dann, Herr Damm, ich möchte gerne auch, was SWTOR Community betrifft, gerne mal auch interessante Themen hier zeigen, die auch hier in den Diskussionen gibt. Ja,
Vielleicht auch hier zu dem Thema, na, wo war es jetzt hier? Community. Ja. So, die schönsten Themen gerne. Ja, hier zum Beispiel letzter Beitrag oder ja, letzter Beitrag, 15.02. Das ist schon ein paar Tage her. Oder hier, 13.12.2011. Gut, das ist jetzt hier von denen festgesetzt worden, aber da könnte man auch mal wieder was Neues machen von den hier von den Moderatoren. So, dann hier 12.02., 4.02., 3.02., 29. Januar. Und hier keine Antwort, null Antworten. Der hat das Thema erstellt, aber keine Antworten gekriegt. Ja, warum, frage ich mich dabei, ja. Von daher würde mich mal da auch mal eure ja, Meinung zu interessieren. Währenddessen auf es hier auf Facebook ist viel mehr los. Da ist eigentlich jeden Tag irgendwas, kann man da richtig ordentlich lesen. Auch viele Diskussionen. Besonders wenn ich auch manchmal was poste, ist da eigentlich, ich aktualisiere mal kurz, wird da eigentlich immer regelrecht nett diskutiert auch zu. Ich glaube ja, von 13 Kommentare hier schon zu dem heutigen Post, zu der heutigen Sendung. Manche fanden das nicht so schön, dass dass wir heute gespoilert haben zu Star Wars 8. Okay, dann entschuldige ich mich, dann werde ich da vorher schreiben, Spoiler, Spoiler, Spoiler und zu welchem Thema ich spoiler. Nur und dann halt nicht näher drauf eingehen. Ist auch in Ordnung, wenn das so besser gerne gesehen wird. Aber hier auf Facebook ist mehr los. Und ich frage mich, auch in der anderen SWTOR-Community ist eigentlich tagtäglich hier auch was los. Es sind auch neue Mitglieder dort gekommen, die wir auch willkommen heißen. An dieser Stelle freue ich mich oder freuen wir uns natürlich auch wieder. Ja, also da ist tagtäglich auch was los. Aber da ist die Frage, ja, warum ist hier mehr los auf der SWTOR Community in Facebook als auf der richtigen Community auf der offiziellen Seite von Star Wars The Old Republic? Und bitte schreibt viel in die Kommentare dazu rein. Würde mich auch an dieser Stelle mal interessieren. Wir können gerne auch noch mal dazu eine richtige Diskussion führen. Ich versuche dazu auch jemanden von der, also einen der Moderatoren von der offiziellen Seite zu eingeladen zu bekommen für diese Diskussion. Wenn ich es schaffe, da jemanden einzuladen, dann werde ich das natürlich rechtzeitig mit verkünden. Tja, also warum ist da mehr los? Das ist die spannende Frage. Ist, sag ich mal, Facebook vielleicht doch ein bisschen ja, besser oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Sagt es mir. Anja meint, das sind die Forenrichtlinien. Warum sollte man da was Neues machen? Die gelten halt immer. Ah, okay. Weil es im Forum nicht so viel zu lachen gibt. Okay. Ja gut, das kann natürlich auch sein, ne? Weil es vielleicht nicht so viel zu lachen gibt im Forum, im offiziellen Forum oder die Themen nicht so spannend sind. Ja klar, kann natürlich sein, dass da also ja, wie soll ich sagen, also aber warum sind denn die Themen dann nicht so spannend oder nicht so lustig? Weiß ich nicht, ja. Also manche Sachen finde ich eigentlich schon interessant, die da mal gepostet werden oder so. Ich gucke da auch immer durch, also das mache ich schon immer fleißig, um auch mal zu gucken, Mensch, wenn da wirklich ein richtiges brennendes Thema ist, wo sich viele dran beteiligen auch, ja, stelle ich sowas auch gerne mal vor. Ist das denn auch von Interesse, wäre dann auch die Frage.
Oh, da wollte jemand einen Link posten auf hier im Chat. Das geht leider nicht. Der Bot verhindert das und macht dann eine, ach, wie heißt es hier, Strafpause sozusagen. Dann kann man leider nicht schreiben eine Zeit lang. Also bitte keine Links im Chat posten. Wenn ihr wollt, dass ich die Links zeige, könnt ihr die gerne auch. Wir haben, haha, da zeige ich euch mal eine tolle Gelegenheit, wo ihr das auch gerne machen könnt. So, wartet mal. Blub, 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 blub. Wo ist es denn jetzt? Hier ist es doch. Wir haben nämlich eine Gruppe, ups, erstellt auf Facebook, SWTOR News Ticker Gruppe. Und wenn ihr mal tolle Links habt oder irgendwie auch was Tolles, ihr könnt jederzeit unserer Facebook-Gruppe natürlich beitreten. Ich werde die gerne mit verlinken in der Beschreibung. Dann könnt ihr dort halt gerne eure Links, was ihr habt oder auch andere Sachen, die ich live hier präsentieren darf. Also wenn ihr hier was postet, dann möchte ich das auch gerne präsentieren können und dürfen in der Sendung. Und gerne, wenn ihr sagt, Mensch, wir haben da tolle Links, wir haben da einen ganz tollen Link oder wir haben da einen tollen Bericht, den solltest du mal zeigen im Forum. Oder eure Gilde wollt ihr auch mal hier, dass ich in den Gilden News eure Gilde mit vorlese, euren Text, dann schreibt es doch hier mit in diese Facebook-Gruppe rein. Dann werde ich das gerne, sehr gerne tun und natürlich auch die Gilden mit vorstellen. Ja, kein Problem, mache ich dann sofort. Apropos, da werde ich auch noch mal zum Thema Gildenvorstellung näher noch eingehen, gleich in den Gilden-News. Ah, so, kommen wir jetzt zum Thema Fanfilmprojekt. Jawohl, SWTOR Fanfilmprojekt. Ihr habt es ja schon mehrfach mitbekommen. Ja, wenn ich auf meiner Festung stehe, Gildenfestung, ich kann dich einladen, du musst mich nur anflüstern hier. Flüster mich mal an, wenn du hier bist, dann. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir es doch so. Oh, jetzt gehe ich auf die Flotte und wer mich dann da gleich findet. Auf der Flotte, der darf mich dann halt auch, ja, der kriegt dann einen kleinen netten Preis. Auf jeden Fall, kein Ding, machen wir. So, ich wechsle mal kurz und dann ist das mit dem Preis auch nicht mehr allzu schwierig, den abzuholen. So, ja, man sieht ja, wo ich stehe. Das sieht man nun. Und gerne kommt zu mir, dann könnt ihr, ja, wer mich dann, wer zuerst vor mir hin und her springt, mich anflüstert direkt, ja, bitteschön, der darf dann den Preis gewinnen. So, jetzt geht's aber auf zum Thema Krieg der Sterne Macht Spiele. Unsere Episode 1, Lord des Hungers, da gibt es jetzt einen neuen Werbetrailer. Und den möchte ich euch jetzt an dieser Stelle gerne mal zeigen. Bitteschön. Bei der aktuellen Lage, dass das Imperium in circa 4 Tagen hier eintrifft. Du hast versagt, meine Schülerin. Daher befehle ich dir, dass du diese Jedi vernichtest. Drake Randall, mein Name. Ja, Drake Randall, mein Name. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Einblick kriegen können, auch in unser Filmprojekt. Ja,
Wir haben das komplett in Star Wars The Old Republic aufgenommen und es wird im März erscheinen. Ende März wird es sein. So circa letzte Märzwoche wird dann unsere Spezialsendung zu dem Filmprojekt sein. Dann wird nämlich es eine Gala geben. Es wird einige Interviews geben zu dem Projekt. Ich werde einige Szenen zeigen auch aus dem Film. Ja, beziehungsweise aus dem Making-of auch so ein bisschen Making-of zeigen, wie wir den Film gedreht haben. Das wird man dann in dieser Gala alles sehen, ja, sozusagen. Und währenddessen wir diese Gala machen, wird der Film live auf meinem Kanal hochgeladen. Und wenn er hochgeladen ist und dann veröffentlicht wird, ja, dann werde ich euch Bescheid geben. So, jetzt ist er da. Und dann können nämlich alle sich diesen Film zum ersten Mal ansehen. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen neugierig auf dieses Projekt. Weil, also da haben wirklich jeder Dialog ist, synchronisiert. Leider, ja, wir sind natürlich immer wieder an Grenzen gestoßen hier im Spiel, ist klar, dass das nicht immer geklappt hat mit den Lippenbewegungen und dass dann dazu der Text auch so richtig, weil manche, die dann zum Beispiel Free-to-Play sind, haben auch mitgespielt und da konnte man keinerlei Lippenbewegungen sehen, deswegen mussten wir dann aus einer weiteren Perspektive das Gespräch leider aufnehmen, was sehr schade ist in diesen Momenten, aber ging nicht anders. Deswegen sind wir auch, was das betrifft, leider schnell an Grenzen gestoßen und ich hoffe aber trotzdem, dass euch der Film dann gefallen wird. Weil wir erzählen die Geschichte vor SWTOR bis zu dem Zeitpunkt, wo SWTOR beginnt. So, kommen wir nun zu den Gilden News. Wie immer der SWTOR Newsticker nur euch. Ja, und so sind hier die Kolikoliden. Genau, denn wir sind GTC. Ha. Sehr schön. Wenn ihr natürlich auch einen Werbetrailer für eure Gilde in dieser Art und Weise haben wollt, dann ist das kein Problem. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann können wir Werbetrailer in dieser Art und Weise auch für jede Gilde, die Interesse hat, natürlich basteln. Gilden, die nicht unsere Partner-Gilden sind, sagen wir, okay, bezahlt doch bitte für diesen Werbetrailer zumindest Credits, also jetzt kein Echtgeld, sondern Credits, ja, erwarten wir dafür. Und, ist das jemand? Bitte anflüstern, wenn du, der erste, der mich gefunden hat. Super. Dann bitteschön. Jawohl. Glückwunsch. Bitteschön. Dein Preis. Jawohl. Sehr nice. Ja, bitte. Immer wieder gerne.
kannst auch gerne hier noch mit verbleiben. Ja, also, das ist die Delaria. Willkommen in unserem Stream. Jetzt sieht man auch deinen Char. Ja, wenn ihr also auch so einen tollen Werbetrailer, also ja, toll haben wollt, ist das kein Problem. Partnergilden von den GTC-Gilden kriegen die natürlich kostenlos. Ja, das ist kein Problem, das machen wir dann gerne. Die kriegen natürlich dann diesen Werbetrailer dann in entsprechender Weise auch kostenfrei von uns, wenn einer gewünscht wird. Wir wollen aber auch viele Gilden vorstellen. Ja, wir wollen also Gilden, nicht nur die Gildenleitung vorstellen, sondern auch dann deren Gildenfestungen. Warum keine Antwort? Suche nutzen. Es gibt schon 1000 Threads mit Login-Problemen. Warum soll man dann 1000 Mal antworten? Gut, das stimmt auch. Das ist nochmal ein Nachtrag zu unserer Sache. Warum ist das dann so uninteressant? Das ist auch mal interessant. Kann man nicht von den Com erwarten, die Suche zu nutzen? Der Link war svtor.com Suchergebnis. Ja, stimmt. Ja, man kann ja auch suchen nach bestimmten Themen und dann kann man, also wenn man sich jetzt nicht sicher ist, gibt es den schon, gibt es den nicht oder so, dann kann man halt dort ja auch suchen nach dem Thema und dann kriegt man ja diese Vorschlagsliste. Ja, warum nicht, ne? Und dann muss man ja eigentlich nicht nochmal zum tausendsten Mal, da hast du recht, gebe ich dir vollkommen recht, nochmal dieses Thema erstellen. Vielleicht sollten die Mods, Moderatoren vielleicht da auch mal ein bisschen mehr drauf achten, dass nicht ein Thema dann auch tausendmal ja, erscheint. Ja, also immer wieder dasselbe Thema, vielleicht nur mit einem etwas variierenden Überschriften. Ne? Ja, klar. Okay, auch nochmal ein schöner Punkt. Danke dafür. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Punkt in den Gilden News. Wir möchten die Gilden auch, andere Gilden vorstellen. Wenn ihr schon einen Werbetrailer habt, ist das kein Problem, dann zeigen wir den gerne hier in der Sendung. Wir wollen eure Festungen auch vorstellen. Ja, eure Festungen zeigen, die schönsten Ecken eurer Festung natürlich auch zeigen, wo ihr ganz besonders drauf stolz seid. Das ist alles kostenlos, die Gildenvorstellung. Also das, ihr müsst nicht unsere Partnergilde sein, extra dafür, sondern egal, welche Gilde ihr seid, ob auf T3M4 oder Vanvajale Shane, wir stellen euch gerne vor. Ihr seid dann mit bei uns im Teamspeak und dann werde ich mit euch ein kleines Interview führen zu eurer Gilde, wie kommt ihr auf den Namen und so weiter und so fort. Und dann halt auch in entsprechender Weise werden wir dann gerne eure Festung zeigen. Und am Ende des Jahres wollen wir die schönste Festung, die wir gesehen haben, egal ob Privatfestung, also ihr, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe ja auch eine tolle Festung, das ist aber jetzt keine Gildenfestung, dann könnt ihr die auch zeigen. Natürlich zeigen wir die auch gerne. Ja. Und die schönste Festung, egal ob Gildenfestung, dann würden wir dem Gildenleiter den Preis überreichen für die Gildenbank. Oder wenn es eine Privatfestung ist, würden wir dann halt diesen Preis natürlich selbstverständlich demjenigen überreichen, der diese Festung besitzt. Ja. Und was ist der Preis? Erstmal 1 Million Credits und ein toller Gegenstand, den wir noch nicht verraten. Der ist noch eine kleine Überraschung, ist aber wirklich ein toller Gegenstand. Und der wird dann mit vergeben. Ja. So, und wer dabei aber mitmachen möchte, kann dann gerne an unsere E-Mail-Adresse svtor-news-ticker@gmx.de eine E-Mail schicken und schreiben. Und dann stellen wir gerne die Gilde vor mit. Die Gildenfestung und wer seine Privatfestung mal zeigen möchte, dass wir die Sendung auf dieser Privatfestung machen, der darf das natürlich auch gerne dann
mit einreichen. Also wir sind da nicht wählerisch, ob es jetzt eine Gildenfestung oder nur eine Privatfestung ist. Wir zeigen gerne jede Festung, weil es gibt so tolle Festungen, die so richtig toll hergemacht sind. Mit viel Liebe, mit viel Detailtreue und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich gerne auch alles zeigen. Und ja, zeigt eure Festung, kann ich dann nur sagen. Ja. Und das ist auch umsonst. Also keine Angst, wir nehmen dafür keine Credits, Geld oder Euro, ja, oder sonst irgendwas. Ihr müsst irgendwas dafür bezahlen. Nein, müsst ihr nicht. So, jetzt kommen wir mal zu weiteren Gilden, die auch Member suchen aktuell. Ich muss mich mal kurz bewegen, damit ich nicht aus dem Spiel fliege. Ja, ach, ich hatte wieder den Schneeeffekt. Ja, der ist schon nice, ne? Also einfach andere Leute damit abwerfen. Macht Spaß, ich weiß, ich weiß. So, dann gucken wir mal. Die erste Gilde, die wir vorstellen, beziehungsweise die auch sucht, hat auch eine eigene Homepage. Die blende ich jetzt mal ein. Und zwar ist das die Gilde Schattensturm und die suchen aktuell Member. www.schattensturm.svtor-online.de. Und wer dort mitmachen möchte, also eintreten möchte in diese Gilde, kann sich bewerben, indem man hier dann auf diesen Bewerben-Knopf drückt und dann erscheint ein Formular. Das kann man dann ausfüllen, denke ich mir mal. Und dann, ja, unter Umständen wird man dort dann Mitglied. Diese imperiale Gilde ist auf T3-M4. So wie es ausschaut, ja. Und die suchen zurzeit aktuell Mitglieder. Dann ebenso hat die Gilde Sternreisende.de, .clans.de, also Sternreisenden, die suchen auch, die sind auf Vanverjale Shane. So wie es aussieht, die haben sogar auch einen Kalender, wo die dann halt auch was machen. Zum Beispiel, ach nee, hier ist nur der 21. aber zurzeit ist wohl nichts. Ansonsten hätte ich das gerne jetzt mit angesagt, hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Ja, die zeigen hier Bilder. Ah, interessant. Von ihrer Festung auch ist ein Bild sogar mit dabei, das sehe ich von hier aus. Ja. Und die suchen aktuell auch Mitglieder. Und hier, wenn man auf Members klickt, kann man aktuell sehen, welche Member in der Gilde sind. Finde ich toll. Ist eine tolle Sache. Ist eine tolle Idee auch. Und ist eine... Hier ist auch ein Foto von dem Gründer mit drin. Eine schöne Sache. Und wer Mitglied werden möchte, denke ich mal, der muss die Leutchen dann hier nur anschreiben. Dann wird man bestimmt auch gerne mit aufgenommen. Bin ich mir ganz dolle sicher. So, jetzt... so viel zu den beiden Gilden, die auch eine Homepage haben. Die habe ich hiermit auch gezeigt. Die Homepage. Zurzeit suchen welche einen Tank für die ewige Kammer. Ja, also für die Operation ewige Kammer brauchen die einen Tank. Wer möchte in die Achtergruppe rein möchte als Tank, muss nur Exarchungsgurt anschreiben. Ja, so. Dann kommen wir mal zu unserer Gilde. Wir haben für die GDC Dark Knight Command heute aktuell
die Gildenfestung gekauft. Ja, da war ich auch am Anfang auf dieser riesengroßen Plattform. Das ist sehr schwierig drauf zu kommen. Es ist die Nashadar-Festung. Ja. Und die wird der Gildenleiter hat von der GTC Dark Knight Command, das ist unser Mike, der möchte die nämlich ausstatuieren. Und wer sagt, Mensch, ja, ich habe da ganz tolle Gegenstände, die man in diese Gildenfestung mit reinpacken kann, der kann sie gerne in unsere Gildenbank spenden. Wenn ihr nicht in unserer Gilde seid, möchtet trotzdem einen Beitrag leisten, dann könnt ihr mich gerne anhandeln oder auf dem Postwege was zuschicken. Wir würden uns sehr freuen und sind gerne auch bereit, dann diesem Geschenk einen Ehrenplatz zu geben. Ja, morgen ist wieder Level mit Atracom. Dazu müsst ihr nur in unserem Teamspeak sein, um 20 Uhr, ts3.vodal.de, /10101. Mal sehen, ob ich die Adresse nochmal einblenden kann. TS-Daten da. ts3.vodal.de, /10101. So, wer da mitmachen möchte bei Level mit Atracom, kann das morgen gerne tun, 20 Uhr in dem TS versammeln. Er wird wieder auf Wann wird Charles Chain umherlaufen wollen. So, wer in unsere WhatsApp-Gruppe gerne mit reinkommen möchte, der kann das auch gerne tun. Und zwar haben wir eine tolle WhatsApp-Gruppe, das ist die 01763070310. Einfach per WhatsApp anschreiben, meine Wenigkeit, der kann dann auch in unsere Gilden-WhatsApp-Gruppe gerne mit reinkommen. Ja, so viel erstmal zu unseren Gilden, GTC-Gilden. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt an diesem Punkt. Ah ja, eine Sache gibt es jetzt, und zwar, wenn jemand Geburtstag hat und live an seinem Geburtstag die Sendung guckt, rein zufällig, dann gibt es auch in Zukunft dieses nette Geburtstagsbild für alle, die mit zuschauen, die gerade frisch Geburtstag haben. The Empire wishes you a happy birthday. Jawohl. Und Darth Vader hält dann sozusagen diese gezeichnete Torte. Ich finde, das Bild ist geil. Aber uns fehlt noch ein tolles Geburtstagslied, was so ein bisschen auch Star Wars mäßig vielleicht so Imperial March mäßig das Geburtstagslied mit beinhaltet oder so. Weiß man nicht. Wenn ihr da ein tolles Lied habt oder so, ja, schreibt mir ruhig, entweder gerne per E-Mail und dann den Link zu dem Bild geben. Es muss natürlich auch GEMA-frei sein, das ist ganz wichtig. Ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ihr aber da sagt, Mensch, wir haben da ein Bild oder so, ein Lied dafür, her damit. Ja, wir sind da auf der Suche auf jeden Fall. Ja, nun sind wir am Ende der Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an diesem Punkt. Und natürlich kommt jetzt unser Rauschmeißer, der Yoda. Schlafen du jetzt musst, sonst du morgen komplett im Arsch sein. Gute Nacht. Ja, sagt Yoda an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder Dienstag. Das ist dann der 27. Der 28. Februar. 20.30 Uhr wieder. Wieder mit tollen Themen. Ich hoffe, dass dann auch wieder der Atrak kommen kann. Und dann wollen wir auch gerne die heute weggefallenen Themen aufgreifen. Das ist kein Problem. So, dann Level mit Mr. D nochmal zur Erinnerung ist zurzeit nicht. Das wäre ja sonst immer montags und donnerstags gewesen, Level mit Mr. D. Das kommt erst wieder, wenn wir mit dem Fan-Fan-Projekt komplett fertig sind, wenn die Gala war und so. Ja, dann würde ich wieder mit dieser Sendung beginnen wollen. Tja, also, in dem Sinne sage ich,
Möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin. Ciao. Bei der aktuellen Lage, dass das Imperium in circa 4 Tagen hier eintrifft. Du hast versagt, meine Schülerin. Daher befehle ich dir, dass du diese Jedi vernichtest. Drake Randall, mein Name.